Guten Morgen. Morgen. Ich habe alles erledigt. Es ist nichts mehr zu tun hier. Heute regnet es den ganzen Tag wohl, haben sie angesagt. Und nicht nur heute, auch morgen und übermorgen und wohl die nächste Woche komplett. Was ich jetzt noch nicht hoffe, gar nicht erst dran glauben will. Eine Woche lang durchregnen, na, das wäre schon was. Also das wäre, ja, da muss ich nicht aufmachen. Dann kann ich mich anderen Dingen widmen. Also warten wir auf den ersten Kunden, wa? Wahrscheinlich ist heute wieder so ein Nullnummer-Tag, so ich dann fünfmal einschalte und sage, leider nichts, leider immer noch nichts und immer noch nichts. Ja, so ist es dann halt. Müssen wir durch. Müssen wir jetzt tapfer sein und durch. Also, ich melde mich. Morgen. Guten Morgen, ist gut, es ist schon Mittag. Erster Auftrag. Oh, ist das ein Klumpen, meine Fresse. Warum ist denn hier so schwer? Licht an, Licht aus? Was soll denn das jetzt? Bitte nicht, ey. Oh ja, mal nee, schön. Gut, Licht läuft irgendwie. Oh, schön, Tretlager zum Arsch. Oh, bitte. Auch schön. Habe ich auch noch nicht gehabt. Hier. Auch kaputt. Keine Kugeln mehr drin. Pedalen auch kaputt. Ha! Naja. Schöne Überraschung. Da werden wir mal eine Kiste organisieren. Hier haben wir eine Kiste. Da kommen jetzt die ganzen Teile rein, die defekt sind. Also eigentlich alles, was ich hier abbaue, dann brauche ich das hier ja nicht. Eigentlich ja nicht abbauen, sondern kann gleich das hier runterruppen. Schlicht und ergreifend eben alles, was desolat ist. Das ist ja bei dem Rad hier eine ganze Menge. Da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, über. Das ist hier am Wackeln. Lager kaputt. Zahngrenze verbraucht. Also wirklich aufgebraucht. Nicht nur einfach so ein bisschen runter, sondern richtig rund, richtig abgefahren. Ja, das wird jetzt komplett zerlegt. Und dann schaut er mal zu, vielleicht ein Zeitraffer. Was hier alles zerlegt wird. Und dann erstmal in der Ecke gestellt, neue Teile bestellt und dann schauen wir mal weiter.
Viel besser. So, neues Lager ist drin. Perfekt. Jetzt kommt keine Geräusche mehr. Alte hier. Alte so. Oh, fällt auseinander. Das neue. Hört man nicht. Klappert mein Ring an meiner Uhr mehr. So. FCM 443. Kettenradgarnitur. FCM 443. Schauen wir mal. Da muss ich bestellen. Okay. Bestellen wir. Bestellen wir. Was hat denn nur Info? Info. Welche Fetschi hier? Schaltrötchen, Deko. Das gehört aber nicht ran. Das muss ab. Das verkleistert. Es könnte auch mal wieder ein neues Schaltwerk. Das hier ist gar nicht gut, ne? Komm mal mit. Ja. Ach Mensch. Ach. War nur locker. Ah, gut, das perfekt. Oh, ich dachte schon, im Himmel, ich muss den jetzt auch noch schreiben. Diese. Oh, da sind ein paar Flaschen umgekippt. Ich dachte, ich muss ihm jetzt schon noch sagen, hier, sein Namendynamo ist hinfällig. Das wäre nicht so toll. Ah, perfekt. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ist kaputt. Ziehen wir hier den Kranz ab. Stimmt, den hätte ich gerne abwerfen brauchen und dann baue ich das Rad wieder ein und werde das mal ein bisschen sauer machen hier. Ist ja furchtbar. Total verharzt hier, ist ja Wahnsinn. Ein bisschen sauer gemacht ist es jetzt. Next. Sag mal ernst bescheiden.
Okay. Antrieb, gleiche Nummer. Hier. Antrieb durch, ist noch der erste, also den darf man es auch nicht übel nehmen, den hier. Er hat seine Schuldigkeit getan. Schaltet einmal frei, sagt er. Naja. Schaltet nicht einmal frei. Schaltet vielleicht hinterher wieder einmal frei. Bremst auch nicht gut. Genau, das bringt uns zu Punkt 1. Bremszug möchte so neu. Hinten oder muss neu gemacht werden. Ich hätte gesagt, einfach gemacht werden muss. Soll gemacht werden. Das sind mir die liebsten Kunden. Die haben so ein bisschen freie Hand lassen. Dass man einfach nicht jedes Mal nachfragen muss, sondern einfach rangeht. Das muss gemacht werden und dann macht man das. Nicht jetzt jedes Mal nachfragen, darf ich jetzt hier noch 18 Euro ausgeben? Darf ich da noch 15 Euro ausgeben? Oder Pedalen kaufen für 25 Euro? Ja, oder so. Sondern einfach, mach einfach, dass es wieder schön fährt. Sehr gerne. Mach ich am liebsten. Nicht lieber als das. Wenn wir Zügen, die so alt sind, ist das kein Wunder. Schlupp. Schlapp. Und einmal Schlipp. Den einmal neu. Jonas. Sauerwurm. Mambo, Mambo, hey. Viel zu kurz, um Gottes Willen. Ja. Da passt mal gar nichts. Ein sehr günstiger Zahnkranz hinten. Oh, einspann. Schraubstock. Tommy heute nicht. Rücken. Oder so. Hammer, Hammer, Hammer. Was wollte ich noch? Achso, natürlich vorne nicht abbauen. Jetzt mal erstmal den Schraubstock bemühen. Meinen. Knapp.
So. Seht ihr ja hier. Abzieher. Aber so hat man natürlich mehr Hebel. Oh ja, der war fest. Meine Fresse, den hätte ich nie abgekriegt. So. Niemals ohne Schraubstock. Genmaterial entfernen. Ja. Gesammelte Werke aus den letzten 10 Jahren. Haare sind das Schlimmste für so eine Narbe, für so eine Lager und so was. Der schleichende Tod. Schön, aber schön laut. Yay, wollt doch gut. Ja, wollt sehr gut. Also mit der alten Narbe hier, mit dieser Sachs-Quarz, ist das eine alte. Da ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen, sozusagen. Das wird jetzt noch nicht fahren, solange es geht. Und das war's. Eins, zwei, drei. Ja, siebenfach. Na klar, was denn sonst? Mal gucken, ob ich so ein Ding noch habe. Mit so einem Monster-Zahnkranz. Dass sowas heute noch gebaut wird. Ja. Aber ja, liebe Freunde, es muss da wieder ruf, wa? Der obere ist natürlich überhaupt nicht benutzt. Dafür die anderen. Der obere ist wie neu. Wie neu. Hey, was ist denn das? Hier. Aber in Zukunft wird er wahrscheinlich benutzt, weil sie fährt da mit Hänger, mit Kinderhänger hinten dran. Hab ja gesagt, vielleicht sollte sie sich ein neues Laufrad gönnen. Aber das ist ja auch alles eine Preisfrage. Wie immer ist es eine Preisfrage. Immer das gleiche. Jedes Jahr gleiche. Meine erzählt jedes Jahr gleiche, ja? Ich erzähle jedes Jahr gleiche. Weil, oh Wunder, es ist jedes Jahr gleiche. Es ist immer eine Preisfrage bei allen. So, mit Empfehlungen von Little John Bikes wurde jetzt gesagt, die Achse kann man nehmen für einen Hänger hinten dran. Um mit Hänger da dran zu fahren. Gucken, ist halt eine neue. Wesentlich besser als die alte, die hier drin war natürlich, die auch viel zu kurz war, wo ja gerade mal so mit diesem dicken Rahmen, das ist ja ein Aluminiumrahmen schon, und jetzt eine recht alte Narbe da drin. Also das war schon grenzwertig mit dem Schnellspanner, weil diese Aluminiumrahmen immer dicker sind als die alten Stahlrahmen hier hinten, diese Ausfallenden. Da ist das schon immer knapp mit dem Spann. Und dann noch mit so einer Unterlegplatte, hier für so einen Hänger, Kinderhänger, der hinten rankommt, wäre gar nicht gegangen, hätte nicht mehr gehalten. Also muss man eine Überlänge nehmen, sozusagen. Und dann schauen wir mal. Ja, und damit haben wir genug Platz hier hinten gewonnen, hier an der Seite, wo man natürlich auch noch vernünftig befestigen kann. Also so platztechnisch geht es schon, ob die Last mitmacht. Weil meines Erachtens gibt es eben auch so richtig extra für, ich fahre jetzt mit Hänger von Thule, bla bla, gibt es extra Spanner, die so ein bisschen verstärkt sind. Ob die dann wirklich so viel besser sind als die, weiß ich nicht. Aber ich meine, naja, holt man sich halt einmal und dann ist das gut, wa? Dann ist man auf der sicheren Seite. Sicherheit, Sicherheit. Kaufen wir uns Sicherheit. Sicherheit gibt es nicht. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Ja, haben wir das. Tada. Oh, hier auch das Schaltwerk sauber. Die haben alle das gleiche Problem mit den Schaltwerken.
Sind alle verkrustet. Und das geht ja noch so, ja. Naja, das ist schon Mumpe dran, aber eben nicht so wie an dem anderen. Ja, doch hier. Hier kommt die Schlange. Tada. Ach Mensch. Ja, total. Noch so was. Mega. Vier. Das explodiert. Joa, hammer. So. Tada. Das ist ja was so. So im AA. Der kann doch gar nicht gut schalten. Wie kann denn jemand sagen, dass es gut schaltet, wenn es so klappert, das Ding? Würde sich wundern, würde sich. Vielleicht merkt sie da nicht mal einen Unterschied, wenn es wieder neu ist. So. Ah ja, so war das ja vorher auch. Also ich mag da gar nichts. Das wäre natürlich traurig, aber. Manchmal ist es echt so, wo ich fragst, hey, wie kann denn das gleich sein? Ich habe so viel Arbeit darin gesteckt. Und manche merken da wirklich, vorher hat sich vorher aber besser gefahren oder sowas am besten noch. Sag mal, wo ist denn jetzt hier? Weiß aber. Gibt's auch. Gibt es auch. Gibt es alles. Ah. Miau, miau, miau. Wählscheibe, Telefon, Wählscheibe, natürlich nicht viel. Heute mal ein bisschen länger, aber lass ich mal so laufen, so nebenbei, so das dumme Blabbel müsst ihr jetzt da durch. Ist ja auch über die Schulter gucken. Da müsst ihr jetzt ganz tapfer sein, haltet durch. Tommy ist eigentlich jeden Tag so glücklich und fröhlich beim Schrauben. Manchmal macht es ja eben auch richtig Spaß, wenn die nämlich auch nicht so stressig ist. Weißt du, so wie heute, den ganzen Vormittag hat es geregnet. Dann habe ich mir den Innenauftrag hier erstmal hingestellt. Der kam heute. Und dann kam der nächste Auftrag. So, auch so ein großes Projekt. Beide ähnlich, beide Antrieb. Und dann habe ich so langsam dann angefangen. Und seht ihr ja, jetzt hat man so Ruhe zum Schrauben. Also schlechtes Wetter ist nicht nur von Nachteil. Und sind ja auch clever, die Menschen, ja? Wenn sie dann bei schlechtem Wetter kommen, mal wieder so, dann könnt ihr euch damit sehen. Wenn sie bei schlechtem Wetter kommen, habe ich auch Zeit, die Räder zu reparieren. Stellt euch mal vor, bei gutem Wetter, ja, da wollen sie ja alle, mach mal schnell hier, mach mal schnell da, mach mal schnell einen Plattenreifen. Da kommen diese kleinen Reparaturen, diese Platte Reifen, Bremszug gerissen, Schutzblech klappert.
und so. So eine Sachen kommen dann. Bei gutem Wetter. Oh, irgendwie schleift da was. Ja. Aber jetzt weg. Leider muss ich jetzt alles annehmen zur Zeit. Auch im Sommer dann wieder. Aber jetzt mache ich nicht mehr nebenbei. Weil ich mache den Laden wieder jetzt alleine. Der Achim, der kommt ja immer nur noch einmal eine Woche zum Aufräumen, putzen so ein bisschen und ein bisschen vielleicht was ausspeichen, vielleicht was einspeichen, vielleicht mal ein Rad schrotten, also irgendwelche Schrotträder so auseinanderbauen, Teile wegsortieren, sowas. Dafür kommt er nochmal, immer die Woche. Ansonsten bin ich halt alleine im Laden. Mach das alleine und daher kann ich nicht so viel nebenbei machen. Wie die letzten Jahre, wo ich dann immer mal Achim hier unten so ein bisschen geschraubt, ich draußen eben, naja, so vorne geschraubt und draußen so ein bisschen Sofortreparaturen gemacht, Schnellreparaturen. Eben so was wie hier klappert mal was, da mal schnell Schlauchwechsel oder so. Na, Achim hat ja die Unzeit gehabt, sich auszukäsen, so ein bisschen. Da ist richtig Wasser drin. Geht Wasser an die Unzeit, ne? Ich habe eigentlich gedacht, Achim kommt nicht mehr dieses Jahr, weil er fertig ist mit der Lehre. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Entweder findet er den Laden so geil, dass er freiwillig alles nochmal wiederholt oder... Naja, ne? Tut ihm eigentlich nicht gut, das nochmal zu machen, alles. Denn diese Publikumssache, das kann er noch nicht. Ist ja ähnlich wie mein Sohn, der ist auch so ein bisschen... Riprop, Riprop und Strop. Und so was hier. Muss natürlich raus. Und da mache ich das. Und das Problem hieran ist, das ist genauso alt wie das Rad. Genauso lange drin. Also, so richtig kacke zum Ausbauen. Deswegen brauchen wir wieder hier unseren Gegenhalter. Der ist ganz wichtig. Also benutzt immer hier, wenn ihr so schwierige Sachen, Operationen habt, diesen Gegenhalter. Und ja, ich sollte ja ein Video machen zum, es wurde angesprochen, ein Video zu machen zum Thema Tretlager, die man nicht mehr bekommt. Dazu muss ich euch sagen, eigentlich gibt es alle Lager noch. Nur eben nicht mehr in der geilen Qualität. Da müsst ihr echt tief graben. Also, oder so Glück haben, ne? Das, wie der Achim, der hat mir ja zwei Titanlager vorbeigebracht für Anux-Aufbau. Vierkant Titanlager. Oh mein geil. Oh, kriegst ja fast einen Orgasmus. Zu Geburtstag hat er sie mir halb geschenkt. Also die Hälfte hat er bezahlt, die andere Hälfte hat er mir bezahlt. Damit geschenkt quasi. Fand ich ja total geil. Das ist ja total geil. Das ist, also das, wirklich, das macht Spaß. So muss es sein. Titanachsen. Das macht keiner kaputt. Und die Lager kannst du ja immer wieder tauschen. Immer wieder tauschen. Zack, raus, neue Lager aufgefrestet war. Och, nee, ist nicht dein Ernst. Habt ihr nicht gesehen? Ich hab ja nicht mal. Ich wollte gerade so die Muskel anspannen. Es ist schon aus Respekt. Es ist schon nach unten hier. Einfach aus Respekt. Oh Scheiße, ich bin im Fernsehen. Ich bin bei YouTube. Ich geh einfach mal auf. Ja. Wundert euch nicht, heute bin ich halt gut drauf. Ein bisschen. Keine Ahnung warum. Irgendwie fliegt mal gut. Ich habe heute auf einem guten Stuhl gesessen vorhin. Habe ich mich gefreut. Habe schöne Möbel gekauft. Für unsere Bude hier. Habe ein bisschen am Computer gesessen vorhin. Ja, alles ganz easy angefangen. Habe zwei Kaffee schon getrunken heute. Bin auch ein bisschen aufgeregt.
mit unserem Milchkaffee. Der macht mich ganz muschig. Ja, wenn ihr denkt, dass das hier alle die Schauspieler, dann soll er einfach vorbeikommen und sieht, dass ich Natur drauf bin. So. Bin einfach von Natur aus so. Ja. Also ja, also meine ganzen Zweifler und so, und die ganzen, ja, das habe ich ja nicht hier alle die Stellen und so extra auf lustig gemacht und so, ja, Clown, bla bla bla. Wer meine Art nicht leiden kann, schaltet einfach weiter. Und alle, die nicht loben wollen, kommen einfach vorbei. Ist ja offen, ey. Kommt doch einfach rum. Wa? Macht das wie der Marco, der bald kommen will wieder. Unser Hamburger Jung. Der hat ja hier geschrieben, der kommt. Der kommt. Die Bahn kommt. B19.02.17 kommt. Aus Respekt ist auf ihr. Und das bei einer Plastikschale. Also, besser kommt man ja nicht ins Jahr starten. Komm sie, komm sie, komm sie. Was ist denn los jetzt hier? Geht ab, aber nicht mehr raus hier. Na also. Nope. Nope. Ja, auf der anderen Seite wird das nicht so leicht sein. Ich sehe es schon kommen, ey. Da hat man sich so gefreut. Die alte Plastikschale, die fällt natürlich raus, war. Und die auf der anderen Seite so richtig so. Hoffentlich nicht, aber meist ist es ja so. So, wieder unser Stückchen hier drin. Oh ne, ist nicht dein Ernst, ey. Was ist denn los? Alles locker hier, alles locker. Oh, ist geil. Oh, da baue ich ja freiwillig 30 Lager aus und ein heute. Dann alles auf einmal hin. Hammer. Lagerservice heute für Umme. Ausmessen und gut. Die Kugeln, hört ihr sie? Klapper, klapper, klapper. Na klar, nur freilich. Gerade nicht Lieferbreitlager in der Länge. Das musste ja so kommen. Oh, 122. Tja. Und das war's mit dem Erfolg von heute. Jetzt geht's wieder bergab. So. Was schön. Das hat er damit richtig gut Fett eingebaut anscheinend. Und hat sich schon wahrscheinlich durch die Bewegung hier, durch diese Klappe, hat sich das so ein bisschen lose gerödelt. Freut mich richtig. Richtig cool. Gut, na, das war jetzt erstmal aus dem vorbereitenden Zusammenbau, Auseinanderbau, der was auch immer. Antrieb hängt zur Korbhalterung ab, das können wir gleich noch machen. Die soll Korbhalterung ab. Dreck. Kreuz, Schlitz, verdammte Kruzifix, noch eins.
McCormick. Ja. Kein Ärger mehr. Getroffen. Ja, schön, schön, schön. Hammer. Toll. Der ist neu, der ist Hof. Siebenfachkette. Zettel. Das war's für heute. Wenn nichts mehr passiert, schalte die Uhr nicht mehr ein. Dann sehen wir uns morgen. Ansonsten sehen wir uns gleich nochmal. Na gut. So geht auch dieser Tag zu Ende. Und ich werde ein paar Teile für morgen brauchen. Parkettenradgarnituren, die habe ich halt nicht da. So, das ist einfach nicht groß genug hier, dass ich mir hier alles hinlege. Das bestelle ich dann, wenn ich es brauche. Und dann. Ganz gemütlich. Ist ja ein ganz gemütlicher Laden auch hier. Hier passiert ja mal gar nichts. Ja. Wenn man sich nicht ein bisschen drehen und wenden würde hier und tausend andere Sachen noch machen würde, dann würde man vor Langeweile umkommen. Ja, sind so schön, diese alten Coolstops hier. Das ist schon Museumsware. Museums-Coolstops. Stopse. USA, USA, USA. Jo. Zack. Nicht ein Schlauchwechsel, Leute, nix. Na, warte mal, ab im Sommer jetzt wieder los. Da steht wieder länger hier im Laden und so eine Sache. Also, hatten wir ja auch alles schon. Wir hatten ja schon bis 3 Uhr morgens geschraubt, teilweise. Einfach nur, weil fertig werden muss. Ja, das macht ja kein anderer Laden. Deswegen haben die anderen Läden immer so lange Wartezeiten. Bei mir ist es ja so, ich schraube die Sachen zu Ende, soweit wie ich es kann zumindest. Wenn ich Material bestellen muss, ist halt am nächsten Tag richtig zu tun. Aber nein, so wird erstmal zu Ende geschraubt. Alles, was ich kann, schraube ich zu Ende. Bleibt bestehen. Ganz wichtig für mich. Weil ansonsten, das läuft es auf und dann läuft es über. Und dann ist es in meinem Kopf alles so zu viel. Also es muss alles raus, muss alles gemacht werden. Gut, liebe Leute, ich sag mal, ich verabscheue mich für heute von euch und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, macht es gut, ciao, sagt der Tommy.